Ja, ich freue mich heute Wermke Leinkauf begrüßen zu können. Die beiden arbeiten seit mehreren Jahren zusammen, haben in Berlin und in Köln hier an der KM Kunst studiert und haben letzter Zeit relative Berühmtheit erlangt. Sie arbeiten aber seit vielen Jahren in der Richtung, dass sie sich äußerst diszipliniert und bewusst auf ihre Projekte vorbereiten, die oft ein großes persönliches und auch körperliches Risiko bedeuten. Soweit ich weiß, haben sie bisher immer gesagt, wir sagen euch nicht, wie das geht, weil es einfach zu gefährlich ist und man muss genau wissen, was man tut. Ich finde das ganz schön im Hinblick auf den Talk von Tomate gestern, der meinte, man muss einfach dafür einstehen, was man macht und dann die Konsequenzen tragen. Die beiden machen das. Ich glaube, heute erfahren wir möglicherweise noch mehr Details, die sonst nicht bekannt werden. Deshalb hat der Stream auch kein Bild, sondern nur den Ton. Und ja, los geht's. Over to you. Danke, Christian. Ja, schönen guten Abend. Wie schon gesagt, also ich bin Mischa Leinkauf und ich bin Matthias Wermke. Christian, könntest du uns das andere Mikro? Danke. Super. Danke, so wird's einfacher. Das ist unser erstes Bild. Also wir erzählen euch heute machen so einen kleinen Ausflug in unsere Arbeit und unser künstlerisches Schaffen. Und es liegt wahrscheinlich an euch zu entscheiden, was unsere Arbeit jetzt mit diesem Kongress und dem Hacking und sowas zu tun hat. Wir sehen da auch so ein paar Parallelen, aber was das jetzt ganz genau ist, das sollt wahrscheinlich eher ihr oder können wir nachher in der Diskussion besprechen. Das erste Bild, was wir zeigen, also Matze, du führst gleich nochmal ein bisschen in unser künstlerisches Schaffen ein, aber das erste Bild, was wir hier gerade sehen, das Safeway is the Only Way, haben wir 2007 im März, genau. Genau, 2007 im März direkt am Ground Zero in New York gefunden und mussten einmal ganz laut lachen. Wir kommen darauf zurück, behaltet es mal im Kopf, wir kommen darauf zurück, wenn wir die letzte Arbeit hier im Talk zeigen. Genau, würde ich sagen. Genau, ganz kurz nochmal so ein bisschen mehr Details über uns beide. Also wir sind beide gebürtige Berliner, Ostberliner, um genau zu sein, und haben uns Mitte der 90er Jahre kennengelernt, da Mischa in die Gegend gezogen ist, in der ich damals schon gelebt habe. Und nur so viel, wir sind eigentlich geprägt worden durch dieses sehr offene Berlin, das Berlin der Freiräume, wo sehr viel möglich war und wo es sehr wenige Regulierungen gab und wo man eigentlich machen konnte, was man wollte und für richtig hielt. Und das hat sich dann, sag ich mal, in der Popkultur so gezeigt in Phänomenen wie, weiß ich nicht, Techno und die Clubszene oder Hausbesetzung oder Graffiti. Das sind so ein paar Schwerpunkte, wo man das vielleicht daran festmachen kann. Und genau, die Stadt war unser großer Spielplatz und wir haben irgendwann festgestellt, dass wir bestimmte Elemente, die in Berlin sich zu verändern und auch zu verschwinden drohten, mehr und mehr vermissen und wollten bestimmte Aspekte davon versuchen, weiter auszuleben und haben Kunst eigentlich als Mittel verstanden, um da eine Legitimation dafür zu haben und haben angefangen, künstlerisch zu arbeiten. Ich habe in Berlin Bildhauerei studiert, in der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, und Mischa ist nach Köln gegangen und hat eben hier im Filmbereich studiert. Aber die gemeinsame Arbeit hat nie abgebrochen. Genau, und unsere Arbeit, also was wir, wie gesagt, machen, wir suchen halt unsere Freiräume im öffentlichen Stadtraum meistens. Und machen halt Aktionen und Interventionen, die später in Ausstellungen meistens als Videoinstallationen oder Fotografien zu sehen sind. Oft auch so mehrkanalig. Da wir heute so diesen Präsentationsraum hier sehr einkanalig haben, so ein bisschen kinomäßig, werden wir uns auch auf Arbeiten beziehen oder reduzieren, die in dem Rahmen zu zeigen sind. Sonst in Ausstellungen ist es meistens ein bisschen aufwendiger. Genau, wir haben uns überlegt, vielleicht so drei oder maximal vier Projekte vorzustellen und haben auch gar nichts dagegen, wenn es dann so Zwischenfragen zu den einzelnen Projekten gibt. Ist alles so ein bisschen Freestyle-mäßig angelegt, also keine falsche Schüchternheit. Wir freuen uns über Fragen. Genau, um das einzuführen, fangen wir jetzt auch einfach mal mit einem kurzen Film an. Und dann wird es wahrscheinlich auch klarer, worum es hier geht. Wir würden uns freuen, wenn das Licht dazu gedimmt oder ausgemacht wird.
So, da sind wir wieder. Genau. Ja, vielleicht bevor es die ersten Fragen gibt, beantworten wir mal die klassischen, die so kommen, selbst. Nein, wir wurden nicht eingeladen. Nein, wir hatten keine Genehmigung. Die Dresinen sind selbst gebaut und es ist nicht am Rechner gemacht, sondern tatsächlich analog erlebt und festgehalten. Das ist eigentlich auch ein schöner Punkt, der vielleicht auch hier so einen kleinen, also jetzt für den Kongress hier, vielleicht interessant ist, weil die meisten Arbeiten, die hier ja so vorgestellt wurden oder womit sich die Leute beschäftigen, ist halt sehr digital. Was uns halt wirklich wichtig ist, ist tatsächlich die Dinge selber ganz real im Stadtraum zu machen. Und deswegen ist auch alles, was wir tun, halt tatsächlich wirklich so passiert. Auch wenn uns oft gesagt wird, ach, habt ihr aber wirklich schön CGI am Rechner gebaut. Nee, ist tatsächlich alles echt. Ihr könnt wirklich jederzeit Fragen stellen, wenn irgendwas ist, einfach rein, sonst machen wir einfach weiter. Ja, also ich sag mal was zur Authentizität, vielleicht sagt Mischa was zur Gefahr. Authentizität, also ich bin der Meinung, dass ich sozusagen ein Erlebnis ist total wichtig, das selber sozusagen zu durchleben, weil sich das dann in dich einschreibt und du sozusagen mit dieser Erfahrung arbeitest. So, das machen wir alle im Alltäglichen und wenn ein Moment von Gefahr reinkommt, dann schreibt sich das sozusagen nochmal anders, glaube ich, in den Körper ein oder in den Geist und man muss damit einen Umgang finden. Und als Künstler ist es mir sehr, sehr wichtig, all diese Erfahrungen sozusagen tatsächlich selber zu machen, um wirklich zu wissen, wie es sich anfühlt, um dann aus dieser Erfahrung raus vielleicht etwas zu entwickeln, was ich kommunizieren kann oder teilen kann mit der Welt. Ja, ich würde direkt damit einsteigen. Also bei vielen Arbeiten, also wir haben halt oft so eine Leidenschaft für irgendwelche Orte, die wir irgendwie versuchen zu entdecken und dann, wenn uns dann was einfällt, was wir an diesen Orten machen können oder wollen, bewegen wir uns sehr, sehr oft an diese Orte um. Nicht unbedingt eine Routine, mir fehlt das richtige Wort dafür, aber jedenfalls ein Gefühl oder ein Zustand dort zu erreichen, wo sämtliches Adrenalin oder irgend sowas wirklich weg ist und wir uns dort in gewisser Weise zu Hause fühlen, um dann tatsächlich in der Lage zu sein, erstens die Bilder zu machen, die da wirklich die Atmosphäre widerspiegeln, die uns dann auch selber daran interessiert. Und nicht nur Bilder zu machen, sondern das auch ganz ruhig und intensiv im Moment zu erleben. Das ist noch viel wichtiger. Also was man hier nur sieht, ist eine ganz kleine Auswahl aus sozusagen den Ereignissen, die wir dort über Monate uns erarbeitet und festgehalten haben. Und also für mich als Bildhauer auch nochmal so gesprochen, ist ganz wichtig, so eine physische Erfahrung mit den Dingen. Also das hat Mischa jetzt auch eigentlich schon ganz gut gestikuliert, als er so dastand. Es geht tatsächlich darum, sozusagen diese Dinge, ja, das zu riechen, das zu fühlen, mit dem Körper, mit dem Kopf aufzunehmen. Und da ist es einfach sozusagen total wichtig, klaren Geistes vor Ort zu sein. Und dann muss einfach Gefahr sozusagen in dem Moment weggedrückt werden. Und das macht man am besten dadurch, dass man den Ort gut kennt und dass man eben sehr bewusst in der Situation ist. Naja, das ist relativ einfach zu erzählen. Also erstens, also die Arbeit ist noch während unseres Studiums entstanden. Eine Genehmigung dafür zu kriegen, in Berlin durchs U- und S-Bahn-System zu fahren mit einer Dresine, würde ich jetzt mal sagen, 2 Jahre dauern, überhaupt überhaupt ansatzweise in die Richtung zu kommen, das machen zu können. Zweitens ist es nicht finanzierbar, weil die müssen überall den Strom abschalten. Ich kenne es von großen Spielfilmproduktionen, wo ich viel gearbeitet habe. Da sind halt immer ganz viele Leute dabei von der BVG, die muss man alle bezahlen. Da wird immer der ganze Strom abgeschaltet. Das ist einfach ein Aufwand, der nicht möglich ist. Also das ist das Erste. Es ist einfach Aufwand und Nutzen. Es ist einfach völlig, völlig jenseits von Gut und Böse. Und? Das Allerwichtigste, ich meine, es geht auch einfach überhaupt nicht darum. Also wenn ich das mit einer Genehmigung mache, ist es ein ganz anderes Ereignis, was dort stattfindet. Und vor allem transportiert sich ja hoffentlich in der Arbeit eine Haltung. So, und die Haltung von uns ist, dass sozusagen wir Teil unserer Umwelt sind und dort auch sozusagen selber für uns festlegen, was wir machen und was wir nicht machen. Und ich habe keinen Bock, da sozusagen mir eine Genehmigung zu holen. So, das mache ich ja auch nicht für, weiß ich nicht, Essen, Atmen. Wir sind Künstler, wir arbeiten und da brauche ich keine Genehmigung. Wie bitte? Andere Leute? Wieso gefährden wir andere Leute? Wir gefährden uns.
Ja, genau. Deswegen gibt es unsere Arbeiten auch nicht online und auf YouTube. Und die Leute, die in Ausstellung gehen, die machen das nicht nach, tendenziell. Ich glaube auch nicht, dass das. Außerdem so gibt es sozusagen auch mal andersrum, da gibt es ja Vorreiter. Also Buster Keaton hat ja sozusagen Filme gemacht, wo er mit einer Dresine auch in einem Bahnsystem fährt. Das ist jetzt inzwischen knapp 100 Jahre alt, diese Sachen. Also so gesehen sind wir jetzt sozusagen nicht Leute, die irgendwie anstiften wollen und andere gefährden wollen. Wir bereiten uns über Jahre für solche Arbeiten vor. Wir haben sozusagen dafür zum Beispiel Zeitpläne auswendig gelernt oder die ganzen Signalpläne. Die Dresinen sind so gebaut, dass man die innerhalb von Sekunden vom Gleis nehmen kann. Wir haben sozusagen das Ganze so im Vorhinein recherchiert, dass wir wissen, wenn dort auch außerfahrplanmäßig eine Bahn kommt und können einfach sozusagen aufs andere Gleis ausweichen oder sozusagen aus dem Gefahrenbereich rausgehen. Also ich würde behaupten, dass es natürlich bleibt ein Restrisiko dabei. Das hast du aber auch, wenn du bei Grün über eine Straße gehst, so. Aber wir versuchen das so zu minimieren, dass wir tatsächlich, wenn dann nur sozusagen uns selbst gefährden, und das ist auch unser gutes Recht. Ja, also ich meine, da hilft auch keine Genehmigung. Also dann würde es auch jemand nachmachen, wenn er es sieht. Das sind so verschiedene Sachen. Ich verstehe das grundsätzlich, weil klar, so ein bisschen Risiko gehört auch auf jeden Fall dazu. Macht uns auch Spaß. Also so, ja, es auch bleibt spannend. Aber grundsätzlich geht es darum, Freiräume so zu nutzen oder die halt so zu suchen auch für uns, um die anders zu nutzen und uns das einfach nicht nehmen zu lassen, was wir in den 90ern in Berlin kennengelernt haben. Also da kommt es jetzt für uns vielleicht so her, aber wir werden da einfach nicht müde, uns die Stadt zu nehmen. So. Auch ganz grundsätzlich, also das geht einfach darum, sozusagen mal selber für sich zu gucken, okay, was kann ich mit mir, mit meinem Gewissen vereinbaren, was kann ich verantworten und was nicht. Und die Dinge, wo man sozusagen mit sich selbst im Reinen ist, finde ich, die sollte man auch machen. Und wenn man Dinge macht, wo man selber nicht so sicher ist, dann ist es für mich auch okay, dafür bestraft zu werden. So. Ja, aber ich würde nicht behaupten, dass wir verantwortungslos handeln. Wir sind da immer sehr klar und sehr vorbereitet bei der Sache. Vielleicht zeige ich zwei, drei Sachen. Viel mehr gehen wir, glaube ich, nicht darauf ein, wie wir Dinge machen. Aber das ist zum Beispiel Matthias bei der Arbeit. Für eine ganz andere Arbeit, die jetzt nichts mit dem zu tun hat, was ihr gesehen habt. Aber da fragt sich halt auch keiner, ob wir da hingehören oder nicht, sondern es sieht halt so, so ein Bild habt ihr alle wahrscheinlich schon 1000 Mal irgendwo am Bahnhof gesehen, weil Leute in Arbeitskleidung irgendwo hinklettern und irgendwas reparieren. So arbeiten wir tendenziell auch. Genau, ich würde auch behaupten, dass ich da, was jetzt die Fähigkeiten angeht, nicht unbedingt weniger Wissen habe als jemand, der da sozusagen bezahlt arbeitet. Also ich bin jetzt, habe zum Beispiel auch Kletterkurse gemacht, ich setze mich damit auseinander, weiß jetzt, was da auch elektrizitätsmäßig passiert. Also es ist relativ kalkuliert. Genau, das sieht doch eigentlich ganz ungefährlich aus, was wir da machen. Okay, gut, weiter, nächste Arbeit. Warte mal, wie spät haben wir es? Schaffen wir das noch? Schaffen wir das noch mit trotzdem lang? Jetzt ist es 25. Na gut, also eine andere Arbeit, wo wir versucht haben, in ein bestehendes System in gewisser Weise einzugreifen oder uns zumindest mit einem System beschäftigt haben, ist trotzdem danke. Auch eine frühe Arbeit, die sehr filmisch ist in gewisser Weise. Das gucken wir uns nochmal an. Ist auch sehr kurz, etwa so lang wie die eben. Dazu Licht wieder aus, genau. Und ja, könnt ihr auch angenehm laut machen. Jetzt noch ein bisschen Kleingeld hätte, würde ich es dir tatsächlich hier. Hast du leider den falschen aus. Ja, macht nichts. Schöne Fahrt noch. Trotzdem danke.
macht die Scheibe sauber. Na und, haben Sie überhaupt einen Auftrag dazu? Wie einen Auftrag? Ja. Den stört denn das? Machen noch ziemlich zu Ende, okay? Man könnte ja vielleicht mal was sagen. Wie, was sollte man denn sagen? Na zum Beispiel, dass es passiert. Es passiert. Vorher. Und wer sind Sie überhaupt? Bitte? Und wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Matthias. Matthias Wärmke. Der Bahn sind dafür oder was? Ja, sicher. Sie können ja einfach hier mit Wasser. Ich meine, wir haben hier arbeiten hier mit Strom und alles. Ja, naja, da passiert ja nichts. Nein. Na, wenn es regnet, fällt ja die Bahn auch nicht aus dem Gleis, oder? So, ist eigentlich möglich heute. Naja, verlasse ich jetzt halt den Bahnhof, ha? Alles klar. Der von der Polizei weggeschleppt werde. Sieht hier aus. Na gut. Sie können bei der U-Bahn fließen oder bei der Straßenbahn? Bei der U-Bahn oder bei der Straßenbahn? Ja, 10 Stunden hat er da, aber hier nicht. Okay. Ja? Aber einen Euro wolltest du jetzt nicht haben, ne? Saubere Scheibe. Hoffe ich. Scheibe sauber gemacht. Haben Sie eine Genehmigung der S-Bahn Berlin GmbH dafür? Wofür? Zum Scheibe sauber machen? Nee, habe ich nicht. Gut, und warum machen wir das? Weil ich Lust darauf habe. Aha, gut, dann holen wir jetzt den Bundesgrenzschutz und klären das damit. Okay. Eine Genehmigung von der Bahn, dass Sie die Bordscheiben putzen dürfen? Nee, habe ich nicht. Kommen Sie mal bitte mit. Kommen Sie mal bitte jetzt mit. So, wir bräuchten dann eine Genehmigung. Kommen Sie bitte mit. Ja, Moment. Da sind wir wieder. Also ich glaube, bei der Aktion haben wir definitiv niemanden als uns selbst gefährdet. Genau, ja, ein Fahrer hat mir auch Schellen angeboten, die habe ich aber nicht angenommen.
Wir waren aber selbst tatsächlich von den Reaktionen überrascht und ich finde, hier gibt es auch eine ganz klare Parallele zu dem, was vielleicht hier auch an dem Wochenende oder worum es hier bei dem Wochenende ging, ist tatsächlich, vielleicht kann man das runterbrechen auf so einen sozusagen analoger Versuch eines Hacks oder in ein System ganz kurz mal reinzukommen, weil man so eine Lücke sieht, die nur für einen Moment besteht, nämlich der Moment, wo Leute ein- und aussteigen oder wo eine Ampelphase das Fahrzeug dazu zwingt, kurz mal in sich zu gehen und da zu ruhen. Und dann ist die Situation auch schon wieder vorbei. Und was passiert, wenn man da sozusagen ein bestehendes Regelwerk mal kurz spielerisch hinterfragt, habt ihr ja gerade gesehen. Genau, die Reaktion, wenn die Leute mit Neuigkeiten im System nicht umgehen können. Ja, ich meine, wir sind ja nicht alleine mit Arbeiten im öffentlichen Raum. Wir befinden uns ja da in wirklich ganz guter Gesellschaft seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und wir beziehen uns natürlich teilweise auch auf so Künstler, die uns irgendwie inspiriert haben. Matze, ich glaube, da kannst du ein bisschen mehr kurz vielleicht genau, zu sagen. Ja, genau, also wir... Ich such das mal. Hatten natürlich auch selbst für uns in gewisser Weise ein Problem damit, an Kunsthochschulen zu kommen und auf einmal Kunst zu machen. So, okay, jetzt hat das Ganze sozusagen so diesen heiligen Nimbus der Kunst. Und was ist das? Was hat es mit uns in unserem Leben zu tun? Was machen wir da eigentlich? In welche Richtung soll das gehen? Und dann gab es am Anfang relativ viel Input, der uns auch relativ verwirrt hat. Auch jede Idee, die wir formuliert haben, hieß es dann immer von Seite der Lehrenden, ja, ja, guck dir mal den und den an. Man gab immer, dachte immer, das gab es schon. Aber das war natürlich... man dachte immer, das gab es noch nicht. Genau. Das gab es noch nicht und dann hat man gesehen, das gab es schon, genau. Und dann war das auf der einen Seite deprimierend, auf der anderen Seite aber auch sehr inspirierend. Und wir haben da sozusagen ein paar Kandidaten gefunden, die uns nachhaltig begleitet haben. Hier sieht man zum Beispiel eine Arbeit von Gordon Matta Clark, Window Blowout, wo er zu einer Architekturausstellung eingeladen war und das alles sehr kritisch gesehen hat und frustriert war über die Situation, sich einen angesoffen hat und dann sich von Herrn Oppenheimer das Luftgewehr geborgt hat und eine Nacht vor Ausstellungseröffnung die Scheiben des Ausstellungshauses zerschossen hat, woraufhin seine Arbeit aus der Ausstellung entfernt wurde. Da ging es um Architekten, die vor allem auch damals in der Bronx sozusagen so Real Estate developed haben und er war der Sache sehr kritisch gegenüber. Wunderbare Arbeit, wie wir finden. Dann Philipp Petit, der High Wire Walk. Jemand, der eher sozusagen ein Artist ist, gar nicht aus der bildenden Kunst kommt, aber da so eine Aktion, sage ich jetzt mal, in New York gebracht hat, 1974, die wir wunderbar finden. Genau, kann man einfach auch mal so stehen lassen. Genau, oder? Oder Gelatine, eine Künstlergruppe aus dem schönen Wien, die 2000 ein Stipendium in New York hatten und ein Studio in der 91. Etage des World Trade Center und dort morgen, des, irgendwann im März, einen Balkon sozusagen in die Fassade installiert haben. Mischa zeigt ihn mal kurz für genau den Zeitraum einer knappen Stunde und sich dann eine Künstlergruppe bestehend aus 4 Künstlern mal eben aus dem Gebäude rausgestellt hat und die Stadt beobachtet hat. Genau. Vielleicht, genau. Das sind sozusagen jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von sozusagen Dingen, die man vielleicht erstmal nicht so in der Kunst verorten würde, die aber ja, einfach für uns Meilensteine sind und die uns einfach motivieren, Dinge zu tun, so wie wir sie tun. Das ist jetzt sozusagen aus der bildenden Kunst, bevor Mischa wieder übernimmt, möchte ich ganz kurz was lesen. Und zwar ist das wahrscheinlich auch für Leute, die sich mit genau, System beschäftigen, eine sehr gute Adresse. Hakim Bey, temporäre autonome Zonen. Ein kleiner Ausschnitt aus Kunstsabotage. Also wir gucken nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie, wie wir sozusagen... ja, wo wir sozusagen ja, Inspiration finden können oder wo wir Leute finden, die Gedanken haben, denen wir uns sehr verbunden fühlen. Kunstsabotage strebt danach, höchst exemplarisch zu sein, dabei aber ein Element der Undurchsichtigkeit zu bewahren. Keine Propaganda, sondern ästhetischer Schock. Erschreckend direkt, doch auch von subtiler Natur. Aktion als Metapher. Kunstsabotage ist die dunkle Seite des poetischen Terrorismus. Schöpfung durch Zerstörung kann aber keiner Partei dienen, noch irgendeinem Nihilismus und auch der Kunst selbst nicht. Wie die Vertreibung der Illusion die Erkenntnis vertieft, versüßt die Zerstörung ästhetischen Krampfes die Luft der Welt des Diskurses des anderen. Kunstsabotage dient nur dem Bewusstsein, der Aufnahmebereitschaft, der Wachheit. Kunstsabotage geht über Paranoia, über Dekonstruktion hinaus, ist elementare Kritik, physischer Angriff auf beleidigende Kunst. Ästhetischer Dschihad. Der leiseste Anflug von kleinlichem Egoismus oder gar persönlichem Geschmack verdirbt ihre Reinheit und entkräftet sie.
Kunstsabotage kann nie Macht anstreben, sondern sie nur freisetzen. Individuelle Kunstwerke, selbst die schlechtesten, sind weitgehend irrelevant. Kunstsabotage strebt die Zerstörung von Institutionen an, die sich der Kunst bedienen, um das Bewusstsein zu trüben und von der Verblendung zu profitieren. Dieser oder jener Poet oder Maler kann wegen seines mangelnden Vorstellungsvermögens nicht verdammt werden. Wohl aber können schädliche Ideen über die Artefakte, die sie hervorbringen, angegriffen werden. Ja, es bringt uns in gewisser Weise zu der letzten Arbeit, die wir jetzt hier zeigen. Die Zeit schreitet voran. Und die bringt uns auch zurück nach New York, wo wir jetzt, deswegen hatten wir auch so ein paar New Yorker, amerikanische Beispiele von Künstlern ausgewählt. Wir waren 2007 das erste Mal beide dort zu einer Ausstellung eingeladen und sind, wie gesagt, über dieses schöne Plakat gestolpert, was da am Ground Zero auch relativ leidenschaftslos aufgehängt wurde. Hatte auch schon so seine Spuren von Wind und Wetter hinter sich. Und die Stadt hat damals 2007 für uns genau zwei Sachen mitgebracht. Zum einen, da wir das erste Mal dort waren und von den Künstlern, den amerikanischen Künstlern und den Arbeiten, die im öffentlichen Raum dort auch im Selbstauftrag entstanden sind, wahnsinnig begeistert waren, hatten wir so das große Bedürfnis, im Zuge unserer Ausstellung da auch eine Arbeit zu machen. Aber im gleichen Moment wurde uns sehr deutlich von sowohl Künstlern als auch Kuratoren und Freunden, die wir da hatten, klargemacht, dass das gar keine gute Idee ist. Uns wurde immer gesagt, es ist super, was ihr für Arbeit macht, aber macht es bloß nicht in New York. Das läuft hier anders. Ihr werdet hier runtergeschossen, ihr werdet auf jeden Fall verhaftet. Das funktioniert hier nicht. Das hat uns tatsächlich auch ein bisschen Angst gemacht. Also nicht Angst, aber es hat uns sehr, sehr gehemmt damals, die drei Wochen, als wir da waren. Genau, also anfänglich haben wir darüber gelacht, aber je mehr wir uns durch den öffentlichen Stadtraum bewegt haben, haben wir gemerkt, dass unsere Vorstellung von New York, die eben gerade durch so 60er, 70er Jahre Geschichten geprägt war, im Ist-Zustand 2007 nicht mehr wirklich existiert und dass selbst sozusagen die Künstler, die wir dort getroffen haben, extrem Stock im Arsch hatten oder aber auch anders gesagt extrem verängstigt waren und sich einfach nicht mehr getraut haben und damit sozusagen den Horizont für Möglichkeiten auch tatsächlich begraben hatten. Und dann fingen wir auch an, sozusagen die Schippe rauszuholen und unseren Horizont der Möglichkeit zu begraben und haben aber irgendwann gemerkt, das geht so nicht. Wir müssen irgendwie über unseren Schatten springen, wir müssen loslegen und haben dann eine kleine Aktion gemacht und bei dieser kleinen Aktion ist sozusagen eine Idee für eine etwas größere Aktion entstanden. Genau, und da sagen wir jetzt zeigen wir einfach mal einen kleinen Film, den wir daraus gemacht haben. Das ist nicht die eigentliche Arbeit, aber es ist ein Film und eine Auseinandersetzung mit der Aktion, die dann tatsächlich 2007 ist die Idee entstanden und letztes Jahr haben wir es erst umzusetzen geschafft. Das Licht vielleicht nochmal ein bisschen dimm. Danke. Eine Sekunde, wie hieß das Ding noch gleich? Hier. Harper's Weekly, 1883. It so happens that the work which is likely to be our most durable monument and to convey some knowledge of us to the most remote posterity is a work of bare utility. Not a shrine, not a fortress, not a palace. But a bridge. When Neil Armstrong landed on the moon, there was an interview published in one of the New York papers with a woman on Long Island, and they asked her what her response to all this excitement was, and she said it was very interesting, but it was nothing compared to the day they opened the Brooklyn Bridge. She had been there. See, the city is fundamentally a practical utilitarian invention. It always was. And suddenly you see this steel poetry sticking there. It's a shock. It puts everything to shame, and it makes you wonder what else we could have done that was so marvelous. And so unpresumptuous, it carries its weights, it does what it's supposed to do, and yet, I mean, they could have built another Manhattan Bridge, couldn't they? And he didn't. He really aspired to do something gorgeous. So it makes you feel that maybe you too could add something that would last and be beautiful.
You can't have a flourishing democracy without a strong cultural sector, without the ability of artists of all kinds to express themselves, to challenge us, to make us think, to provoke us, and to help us understand what the societal discourse may or may not include. A mystery atop one of the most famous landmarks in the nation. Breaking news on a New York mystery. There's a massive police presence at the Brooklyn Bridge tonight. Yes, even counter-terrorism cops are walking the beat there. Trace Gallagher has more in our Kelly File investigation. Trace? The Brooklyn Bridge tonight, the center of security concerns. Breaking news here at noon on the Brooklyn Bridge, a symbolic statement or just plain vandalism? Flaggate has unfolded in New York City. El misterio que rodea dos banderas blancas. Символ исламистского движения Талибан. Полиция Нью-Йорка сегодня объявила награду за De desconocidos que escalaron el puente de Brooklyn. Brooklyn Bridge の二つの塔に掲げられ Drapeau blanc trône au sommet du pont de Brooklyn. Sie wissen nicht, wer die Flaggen ausgetauscht. 今天早上，不少民众在上班路上发现 Counterterrorism intelligence precinct detectives. They were all hands on deck. Counterterrorism was there. Their intel division, their emergency services division. A breach. Police are not taking lightly. This is not a joke. This is a jail act. An eerie sight this morning, flying high above the Brooklyn Bridge. Two white flags in place of the American flags typically hoisted above these iconic towers. The ability to pull off a stunt on this scale is as troubling as it is mysterious. I called my office and I said, is there a reason we have white flags on the Brooklyn Bridge? Where's security? What happened? Are we really safe? Are we safe? What's going on? It was funny to me. If you hang around, we're going to put a British flag up very shortly. I don't know what white represents. Are we surrendering? The only thing or person that should be surrendering at this time is the person who's responsible for the desecration of this flag. The Brooklyn Bridge is one of the busiest spots in one of the biggest cities in the world. Every day, 125,000 motor vehicles, 4,000 pedestrians, and 2,600 cyclists cross that bridge. Yet somehow, none of them noticed someone replacing the American flags that fly over the bridge with white flags. How can there not be surveillance cameras? I thought they were everywhere in New York. Take a look at this Earth Cam video. At 3:30 Tuesday morning, the light illuminating one of the flags flickers out. 12 minutes later, the same thing with the other flag. Watch again. The flag there one moment. Gone the next. New York City Police Commissioner Bill Bratton right now speaking to reporters, expected to address several big stories impacting the city today, including the incident at the Brooklyn Bridge last night. Needless to say, no matter what the motive was, that it is a matter of concern. I am not particularly happy about the event and have charged Commissioner Miller to conduct a full and thorough investigation into the circumstances. At this time, it appears it has no particular nexus to terrorism or even politics. This may be somebody's art project, or it may be an attempt at making some kind of statement, but at this point, it's not clear what that statement is. The mayor and other city leaders clearly embarrassed by the breach at what is supposed to be a well-secured bridge. We're doing a full-scale review. And anyone who knows Commissioner Bratton knows when he does a full-scale review, it's a very serious endeavor and changes will be made. And the Brooklyn Borough President here, he says that he is offering a $5,000 reward for information leading to an arrest. Police saying that they believe whoever was responsible, they do not believe that this was a terrorist act. They're saying this was even possibly an elaborate art project. In a post 9/11 world, the farther we get away from the actual events of 9/11, you know, our memories tend to fade about just how vulnerable we can be. The NYPD does have what's been dubbed the Ring of Steel security system. It's a network of thousands of cameras in Lower Manhattan. Just to give you an idea of how sensitive this area is, we're talking about the largest collection of government buildings in one area outside of Washington, D.C. Take a look.
From where we are on the Brooklyn Bridge, the tower on the Manhattan side, NYPD headquarters, City Hall, the federal courts, all about half a mile away. The bridge sweeps over New York's East River, spanning more than a mile. They were able to scale the 276-foot towers, somehow making it past the locked gates that sit atop the bridge's steel cables. Once up top, the team had to reach two different locations bearing the original Old Glories. They're telling you that your security is not effective. What more of a telltale sign that you need to show you that you're not doing a good job? Does it reveal how vulnerable we are? Not necessarily. It's somebody who replaces a flag is different than somebody trying to do some damage to the facility. The New York Police Department may not be taking it as seriously as they should be. Deputy Commissioner John Miller said, well, maybe this is an art exhibit. He said, maybe it's an art exhibit. It's not a political statement and it's not terrorism, but it is incipient terrorism. We have the flag behind us, Steve. 18 by 20 feet, same size as the flags taken down. It's a serious problem, it's a serious threat, and it's a symbolic threat. This is extremely embarrassing for the city as a whole, specifically the NYPD, that after hundreds of millions of dollars in resources and the famous ring of steel that's supposed to see all and know all, that individuals apparently just in the middle of the night went up there, switched the flag over, and it wasn't picked up for hours. Terrorism expert Manny Gomez worries it showcases our vulnerabilities and could give Al-Qaeda terrorists the idea to copy the caper. Could have been a bomb, could have been a nuclear, biological, or chemical weapon. Tonight, the NYPD promising a full probe, even as specially trained workers hoisted American flags once again. Deputy Commissioner John Miller says he wouldn't make his investigators go anywhere he wouldn't go. So Miller and his team literally walked up the cable just behind me, journeying to the top of the Manhattan Tower, where they got a glimpse for themselves at exactly how these flag-swapping daredevils did it. We learned what we went up there to learn, but we didn't find anything additional in terms of physical evidence. Now, police say a number of people had access to this area in the past few weeks, including people associated with the 4th of July fireworks. The NYPD has also spent days interviewing construction workers about their political views or possible gripes with the government. Police telling me tonight they are interested in speaking with anyone who knows anything about this. Small samples of DNA were found on the flags and the covers that were used to block the bridge spotlights. Detectives are also reportedly studying cell phone transmissions from the bridge, as well as the license plates of cars on the bridge at the time. I mean, we spend billions of dollars on Homeland Security. Hundreds of millions of dollars go to the NYPD. There are NYPD officers stationed all over this bridge. Their job is to make sure something like this doesn't happen. Apparently, they're just sitting in their cop cars playing Candy Crush and watching porn. I mean, you think we're safe in this freaking city because of Homeland Security? No. The only reason there hasn't been another terrorist attack in New York City is because no one has attempted to blow anything up. If they did attempt to blow anything up, we're not going to need the NYPD. We're going to need the sanitation department to clear away the freaking rubble. I mean, if terrorists wanted to, they could come to New York City, they could disassemble the Brooklyn Bridge, put it on a barge, sail it to Uzbekistan, and Homeland Security and the NYPD wouldn't even know the bridge was gone until a picture of it showed up on a postcard with the desert in the background. How do you not see somebody climb up to the top of the Brooklyn Bridge and remove a freaking flag? Are you kidding me? I mean, are you freaking kidding me? What's next? What's next? What's next? Oh, they're going to get caught. Take my word for it. They're getting caught. The white flag, everybody knows what that means. It means we surrender. We surrender unconditionally. Or it could mean you wish to parlay or have a conversation. And now people are speculating, you know, does it mean ceasefire? You've got the Gaza conflict. Is it referring to that? Is this from the hands of ISIS? Was it the ghost of Saddam Hussein, Bin Laden? Just some of these thrill seekers that do stupid things, and this was stupid. I think it is a beautiful and poetic resolution to something that could have been much more nefarious, and it's wound up being actually a very sort of pretty artistic gesture. I like that about New York. I like that unexpected things happen. Well, I take it very seriously. I'm absolutely concerned, and we are taking measures right now
to beef up security on the bridges and some short-term measures, and there'll be long-term measures as well. I think it was a wake-up call, and we're going to act on it very aggressively. The talks follow a call by New York senior senator to boost penalties for trespassing on major landmarks. CBS 2's Janelle Burrell has more live from the Brooklyn Bridge this morning. Janelle. And Chris, when trespassers made their way to the top of the Brooklyn Bridge, it was a major wake-up call. So now federal and local officials are hoping stricter penalties will deter trespassers and possible terrorists. John Miller will join Mayor de Blasio and Police Commissioner Bill Bratton in Washington today, where they will meet with the head of the FBI and the head of Homeland Security. Bringing these kind of penalties and a federal statute allows us, when we make arrests in these cases, there is a separate federal charge that deals with serious jail time. Meaning that offenders could face up to 5 years in prison. We're working very hard at it. We have developed it very extensively. I've got a lot of great investigators. We've got a lot of great evidence coming together. I'm comfortable that it will come together. It's not terrorism. And what was it? We'll let you know when we make the arrests. You can't have a flourishing democracy without a strong cultural sector, without the ability of artists of all kinds to express themselves, to challenge us, to make us think, to provoke us, and to help us understand what the societal discourse may or may not include. And so I think first of the extraordinarily rich cultural life of this city as something that makes us who we are. We've always been a global center of creativity. We've always been a place that attracted creative thinkers, alternative thinkers, people who were ready to do the impossible. Ich sag mal, the safe way is the only way. Sag ich mal. Fragen? Genau.
Nee, also in dem Ausmaß war uns das wirklich nicht klar. Also wir hatten unterschiedliche Meinungen zu dem ganzen Thema, aber ich ging davon aus, wir haben das so gehisst, dass zum Morgengrauen sozusagen die Sache steht. Und ich ging davon aus, dass das war um 5, dass spätestens um 6 die Dinger runter sind. Und dann beginnt ja bekanntlich eigentlich auch erste Berufsverkehr. Das heißt, dass sozusagen dann natürlich auch die zuständigen Behörden versuchen, das ganze Ding klein zu halten. Genau, aber unsere unterschiedlichen Meinungen bestehen darin, dass wir natürlich vorher viele Leute gefragt haben, also eingeweihte Personen, was sie denn, auch viele Presseleute vor allen Dingen aus Amerika, was sie denn denken, wie darauf reagiert wird, weil wir uns ja wirklich seit Jahren da mit dieser Arbeit irgendwie beschäftigt haben. Und tatsächlich ist es so, dass eigentlich, also würde ich sagen, 90-95% der Leute, mit denen wir geredet haben, die sich auch gut auskennen da drüben, nicht damit gerechnet haben, dass das so doch von Presse und Polizei so hochgeputscht wird. Es war sozusagen immer irgendwie auch eine Option, dass es so weit kommt, aber wir haben eigentlich mit was anderem gerechnet. Ja. Durch diese Flaggen scheint ja immer noch so ein bisschen die amerikanische Flagge durch. Sind das die gebleichten oder habt ihr die original mitgenommen? Und wenn ja, was habt ihr denn damit gemacht? Also die Flaggen sind selbst hergestellt und sind aus zwei verschiedenen weißen Stoffen, also es sind wirklich echte amerikanische Flaggen mit genau den Maßen und so, wie sich das gehört, sind aber halt komplett weiß, sodass man halt im Licht halt das so ein bisschen durchscheinen sieht. Wir haben uns auch sehr intensiv mit dem US Flag Code beschäftigt und haben gelernt, wie man eine Flagge ordentlich zusammenlegt. Wir haben es ja da nochmal schön gesehen vorhin, wie man das macht, und sind auch mit den amerikanischen, die wir abgenommen haben, genauso umgegangen. Also die wurden sehr ehrenhaft eingeholt und eingepackt. Haben eine kleine Reise nach Deutschland hinter sich, die beiden amerikanischen Flaggen. Dazu kann Matze vielleicht kurz noch was sagen. Genau, sowohl die weißen Flaggen, die wir angefertigt haben, waren in der Divi Blasi Kirche in Mühlhausen, in der Architekt der Brooklyn Bridge, Johann August Röbling, getauft wurde. Und da gibt es sozusagen auch eine Schnittstelle zu uns. Der hat in Berlin Brückenbau studiert und Ingenieurswesen und bei Hegel Philosophie besucht und ist dann nach dem Studium über Bremen mit dem Schiff nach Amerika ausgereist und bei sozusagen dem finalen Bauprojekt seines Lebens verstorben. Und dann hat sein Sohn die Baustelle übernehmen müssen, hat sich die Taucherkrankheit zugezogen und ist dann sozusagen, hat das Ganze als Invalide beendet, um es mal kurz zu machen. Und die amerikanische Flagge, die Flaggen, um deine Frage zu beantworten, sind dann sozusagen auch in diese Kirche erstmal sozusagen gekommen. Die Weißen waren sozusagen bei einem Gottesdienst dort informellerweise, und die amerikanischen waren auch sozusagen in der Kirche, und danach sind die über unsere Anwälte an die amerikanische Botschaft übergeben worden und wieder nach Amerika ausgeschifft worden. Ja. Und der Tag, an dem wir die Flaggen dort ausgetauscht waren, war der Todestag des Architekten oder die Nacht des Todestages des Architekten auf die Nacht des Todestages oder auf den Tag des Todestages seines Sohnes, da die zufälligerweise in unterschiedlichen Jahren, aber der eine am 21., der zweite am 22. Juli verstorben sind. Womit habt ihr gerechnet? Weil ihr sagtet vorhin, damit haben wir nicht gerechnet, aber womit habt ihr gerechnet? Ja, also das ist ja sozusagen, da macht sich einfach nur so ein Raum der Möglichkeiten auf, wenn man so eine Idee hat und lange daran arbeitet und dann spekuliert und auch von Leuten sozusagen Meinung anhört. Das ist jetzt schwierig zu sagen, womit wir gerechnet haben. Also ich kann es nicht richtig beantworten. Nee, das kann man bei sehr vielen unseren Arbeiten nicht wirklich vorhersagen. Also weil die meisten, also die spielen sich halt meistens im öffentlichen Raum ab, und da gibt es immer Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Auch wenn wir sehr genau planen, was wir da machen und bis jetzt eigentlich die meisten sagen, erstaunlich gut gegangen sind, ist das halt so, bleibt immer gewiss ein bisschen was offen, ist so ein bisschen Uncertainty, das, was Julia vorhin geredet hat, so einen gewissen Teil der Aspekt der Unsicherheit, der bleibt da halt immer drin. Das finden wir auch ganz toll. Das mögen wir sehr. Jetzt zu der New York-Arbeit direkt. Es war uns halt wichtig, dieses Bild zu platzieren, dort oben mit den Flaggen. Und wir hatten sehr genau Plan, was wir wann, wie dann visuell aufnehmen, nachdem die aufgehangen wurden. Und alles, was dann im Nachhinein passiert ist, ist sozusagen, war in gewisser Weise offen. Und wir sind jetzt im Nachhinein dann damit umgegangen, was denn da so passiert ist. Und vielleicht auch nochmal dazu, also Mischa und ich hatten da auch unterschiedliche Meinungen. Ich ging davon aus, dass wir mit einer über 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht mehr von der Brücke runterkommen, nachdem die Flaggen gehisst sind. Deswegen war sozusagen alles, was danach passiert ist, für mich so ein Bonus, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet habe. Ja, ich habe das anders gesehen. Also das war
Ich habe ja recht behalten, glücklicherweise. Genau. Meine Frage wäre, könnt ihr jemals wieder die USA besuchen? Naja, also offiziell ist das schwierig momentan. Es gibt ein laufendes Strafverfahren gegen uns. Es gibt noch keine Anklage. Und dann, wenn es die Anklage gibt, werden wir mal sehen, wie die ist. Und die wird auch irgendwann verjährt sein, wie Homeland Security darauf reagiert. Auch wenn das Verfahren verjährt sein wird, es bleibt total offen. Wir gehen jetzt eigentlich mal davon aus, dass wir offiziell da nicht mehr reinkommen. Das heißt ja noch nicht viel. Das war uns aber auch vorher klar. Also wir sind nicht blauäugig hingefahren, sondern wir sind mit dem Gedanken hingefahren, dass das unsere letzte Amerikareise sein wird. Letzte offizielle Amerikareise. Weil man auf Amerikareise ist schwierig. Ne? Hm? Begriff Amerikareise USA sozusagen. United States. Habt ihr eine ungefähre Ahnung, was für Kosten entstanden sind durch Polizeieinsatz und so weiter? Das sah ja nicht wie normale Einsatzkräfte aus. Nee, das stimmt. Also das war wirklich, wir haben keine Ahnung der Kosten. Wir wollen es ehrlich gesagt auch gar nicht schätzen, weil das ist wirklich immens. Es wurden da traurigerweise auch 35 Sonderermittler angesetzt darauf. Das ist jetzt wirklich kein Scherz. Da wurden Leute von Mordfällen abgezogen und die haben wirklich versucht und behauptet jedenfalls, dass sie ihre besten Leute da drauf gesetzt haben. Nach 3 Wochen, wie die dann im Dunkeln getappt sind, haben wir die dann ein bisschen erlöst, indem wir ein Interview mit der New York Times gemacht haben. Und es war von Berlin aus auch wirklich schwer, hart mit anzusehen, was die für einen enormen Aufwand da betreiben. Wie gesagt, es war jetzt so, kann man jetzt nicht sagen, geplant, aber wir haben uns natürlich auch in gewisser Weise gefreut, was für Diskussionen da drüben dadurch entstanden sind. Weil darum geht es ja am Schluss jetzt nicht nur um reine Provokation, sondern natürlich auch ein Gespräch darum zu führen, was New York als Kunststadt irgendwie noch bewirkt, wie man im öffentlichen Raum, was Kunst im öffentlichen Raum darf und überhaupt, dass man Amerika so ein bisschen auch den Spiegel vorhält und sich anschaut, wie sie mit so Dingen umgehen, die eigentlich doch tatsächlich auch ästhetisch sind. Ich finde die Kostenfrage auch nicht relevant. Also ich bin der Meinung, wir haben sozusagen die Kosten nicht verursacht, die haben die sozusagen in ihrem Vorgehen selber in die Höhe getrieben und da sind sie dann halt auch selber geschuldet und sollen sich die Rechnung auch dann sozusagen selbst in den Postkasten zusenden. Wie bitte? Ich verstehe. Ja, die haben im Zuge jetzt auch unsere Aktion, also es gab ja danach noch so ein, also es gab erst, es gab jetzt schon seit mehreren Jahren, gibt es halt so ein paar, haben die da in New York so ein paar Probleme mit interessanten Menschen, die öffentliche Gebäude erklimmen. Es gab so Basejumper, die vom Freedom Tower gesprungen sind, die sie jetzt tatsächlich nach 1,5 Jahren auch gekriegt haben. Und es gab nach unserer Aktion tatsächlich 2 Wochen später ist so ein Russe da einfach auch die Brücke tagsüber um 12 mittags die Brücke hochgeklettert und hat so Selfies von sich oben gemacht. Es ist dem auch nicht gut bekommen, hat da so ein bisschen Sozialstunden gekriegt. Also den haben sie da direkt runtergeholt. Im Zuge dieser ganzen Aktion und vor allen Dingen aber auch wegen unserer Sache wurde jetzt ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, nämlich dass das Erklimmen, also jetzt von so öffentlichen Gebäuden und richtig als Verbrechen geahndet wird. Was jetzt heißt, nicht ungefähr 1 Jahr Knast, sondern 5 Jahre Knast. Naja, wie wir damit umgehen? Naja, gar nicht. Wir kommen eh nicht mehr rein und wir werden jetzt auch nicht wahrscheinlich zurückgehen. Jetzt mal gucken, wie die Anklage ausfällt, aber wir sind ja in Deutschland einigermaßen sicher, weil Deutschland nicht ausliefert. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich ganz okay. Ja. Ist halt ein bisschen schade für die Leute, die sozusagen sich auch an ähnlichen Orten mit sozusagen so einem kreativen Potenzial und so einem kreativen Gedanken bewegen, dass da jetzt sozusagen mit solchen Gesetzen versucht wird, irgendwie die letzte Lücke im System zu schließen, die nicht zu schließen ist. Also die Leute werden einfach sozusagen andere Wege finden und werden sich leider zwangsläufig, glaube ich, eher dann radikalisieren, um sozusagen an bestimmte Orte zu kommen. Und das ist meiner Meinung nach total kontraproduktiv, was da läuft, aber gut, also das ist halt sozusagen der Umgang, den die da haben. Ich gucke mir das irgendwie trauernd an und kann nur allen Leuten sagen, die sich sozusagen an solchen Orten dort begeben, tut uns leid, aber so ist das Spiel halt, ne? Sucht euch eine neue temporäre autonome Zone. Ich hätte eine Frage Sie haben ja gesagt, dass die nach 3 Wochen dann in die Öffentlichkeit gegangen sind. Mhm. Da
denke ich mal, der erste Eindruck ist entscheidend. Also sie haben angefangen, als sie gesagt haben, mit einem Interview in der New York Times. Was würden Sie denn empfehlen, wie man da rangeht? Also quasi der erste Eindruck, den kann man vielleicht noch beeinflussen. Was habt ihr euch überlegt, wie ihr das Ganze ja, dann veröffentlicht sozusagen, wer euch dazu bekennt? Naja, wir wollten natürlich als Künstler wahrgenommen werden, weil die Intention, aus der wir gehandelt haben, ist eine künstlerische. So, also wir nehmen das, was wir machen, sehr ernst. Wir arbeiten seit über 10 Jahren sehr ernsthaft sozusagen künstlerisch zusammen und versuchen Freiräume sichtbar zu machen und bestehende Regeln zu hinterfragen mit so eben poetischen Bildern, die wir erschaffen. Und deswegen haben wir einfach überlegt, okay, welches Medium ist das Beste, um die Öffentlichkeit so zu erreichen, dass wir vielleicht das auch in Richtung Kunst ein bisschen steuern können, weil die ersten sozusagen Begrifflichkeiten, die dort für uns gefunden wurden, also als wir sozusagen noch als Autoren anonym waren, ging halt tatsächlich auch in Richtung, weiß ich nicht, Verrückte, Terroristen, keine Ahnung was, so, das waren Vandals, genau, Vandalen, war auch noch ein Begriff. Und dann haben wir natürlich, genau, sondiert, okay, was ist sozusagen jetzt wichtig? New York, na klar, die New York Times ist sozusagen die seriöseste Tageszeitung dort. Und haben dann geguckt, wir brauchen jemanden, der sozusagen aus der Kunstperspektive das Ganze auch ja, an die Öffentlichkeit bringt und auch jemand, der einen Architekturhintergrund hat, weil eben wir mit Architektur im Stadtraum arbeiten und da fiel uns dann sozusagen über sozusagen Beratung Michael Kimmelmann eigentlich ein, der seit über 20 Jahren dort Kunst- und Architekturkritik macht und dann haben wir versucht sozusagen über bestimmte Kanäle an den ranzutreten. So, und das ist uns auch gelungen und das war auch im Nachhinein der beste Weg, um sozusagen dem ganzen Ding so etwas Seriöses zu geben und genau, das hat einigermaßen funktioniert. Genau, also ich weiß nicht, ob du jetzt auch so Arbeiten machst, die so, klingt jetzt gerade so ein bisschen so. Ich hätte einen Rat, weil das ist im Zuge dieser Arbeit und auch genau der Auseinandersetzung, wie wir an die Öffentlichkeit treten, fand ich das sehr spannend bei uns. Wir haben halt 4 Anwälte damals beschäftigt, gleich nachdem wir nach Deutschland gekommen sind und klar war, was da los ist. Und das war sehr interessant, weil wir uns halt mit den, weil wir eigentlich alle Veröffentlichungen oder alle Texte oder alles, was rausging, ging erst durch die Anwälte durch, weil klar, die hatten so ihre eigene Vorstellung davon, wie Dinge veröffentlicht werden. Und im Nachhinein, das war auch alles total gut und die haben uns auch wirklich sehr geholfen, ist gar keine Frage, ich will das nicht schmälern. Aber im Nachhinein würde ich sagen, nicht mit Anwälten über sowas reden, sondern einfach selber genau das so sagen, wie man das für richtig hält. Also weil da wurden doch natürlich Dinge sehr oft dann hinterfragt bei uns und die kamen natürlich wieder zurück und da macht man sich sehr viele Gedanken, wie man was formuliert und was das dann dort drüben auslöst. Und das ist im Nachhinein, würde ich sagen, das würde ich eigentlich ungern nochmal so machen, auch wenn das sehr, eigentlich sehr hilfreich ist mit den Anwälten. Aber es stört dann doch, weil es so ein bisschen, es ist einfach, es macht es weicher, als es vielleicht am Anfang mal war oder auch in unseren Köpfen sozusagen war. Vor allem fängt man an, so juristisch zu denken und kriegt sozusagen darüber auch so eine gewisse, ja, so ein Korsett, was man sich selber anlegt und ein Vokabular, was man als Künstler irgendwie auch nicht braucht. Also es ist klar, dass die Juristen sozusagen als Strafrechtler so irgendwie sprechen müssen und so auch solche Empfehlungen aussprechen, aber wir sind Künstler und unser Statement ist sozusagen, ist dort eigentlich auch in dem Bild zusammengefasst als Kunst und dann brauchst du nicht viel mehr, aber genau, also wir sind da in gewisser Weise dann einen Kompromiss eingegangen, der uns jetzt auf der, ich glaube sozusagen auf der Erfahrungsebene wahnsinnig weitergebracht hat, aber der teilweise auch ein bisschen schmerzlich war. Genau, aber das ist ein gutes Statement, keine Kompromisse eingehen. Sehr gut, sehr gut. Damit noch Fragen oder? Okay. Ihr habt jetzt, der Film endet sozusagen unaufgeklärt, also man weiß nicht, was passiert ist, also wir wissen es natürlich, weil ihr hier seid, aber wie waren die Reaktionen jetzt Bekanntgabe oder das Lüften des Geheimnisses. Gab es da nochmal eine Berichterstattung oder hat man das dann, hat man gesagt, ja, ist ja nur ein Kunstprojekt und dann nicht so schlimm oder ist das. Also das gab nochmal ein großes Medienecho tatsächlich. Und wir haben uns auch bewusst zum Beispiel, die New York Times wollte gerne ein Porträt von uns veröffentlichen, also mit unseren Gesichtern und wir wollten, dass die Arbeit im Mittelpunkt steht und nicht wir und dann haben aber tatsächlich da die amerikanischen Medien im Internet alles rausgesucht, was sozusagen von uns zu finden war und in abenteuerlichen Collagen zusammengepackt. Das war, also wir saßen da und haben irgendwie gelacht, so 10 Jahre alte, weiß ich, Videostills aus irgendwelchen Interviews und so, das war wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ja, also es gab dieses Medienecho, das war natürlich dort viel stärker als hier. Interessant war tatsächlich dieser Wandel, also dadurch, dass es sozusagen über die New York Times an die Öffentlichkeit
kam, wurde dann sehr, sehr schnell das Vokabular geändert. Und das Letzte, was wir so gehört haben, waren Lovely German Artists, glaube ich, ne? Ja, also das gab es auch, es gab wirklich, das ging in wirklich jede Richtung. Also die wollten uns, irgendwelche Leute wollten uns nach Guantanamo schicken, wir sollten unbedingt in den Knast und wir haben doch, sind doch eh alle nur Nazis und was ist alles, das war Wahnsinn. Aber da hat sich das Netz auch und die Zeitung wirklich überschlagen. Aber jetzt im Zuge der Zeit und jetzt mit so ein bisschen Abstand sind die Reaktionen eigentlich sehr positiv geworden. Also wir wurden jetzt im letzten Jahr, im Zuge des Ende des letzten Jahres, von Village Voice, das ist so ein großes New Yorker Stadtmagazin, tatsächlich zu dem gewählt, zu dem Besten, was New York 2014 passiert ist, gewählt, also die Aktion. Und das ist echt schön, dass die sich nochmal auch so damit, vielen Dank, damit auseinandersetzen und dass sie auch so ein bisschen, also viele, nicht alle natürlich, aber viele gemerkt haben, das ist schön, dass halt man über eine Kunstaktion tatsächlich auch nochmal über Stadt, über öffentlichen Raum nachdenkt, über den ganzen Sicherheitswahnsinn, den es da gibt, weil wir respektieren es natürlich auch, wir wissen auch, was in New York alles passiert ist und das wollen wir jetzt gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber da immer mal wieder darüber nachzudenken, wie man sich verhält und was man so macht und was mit der eigenen Stadt passiert, ist, glaube ich, wichtig und am Schluss ist das, glaube ich, auch ein bisschen gelungen. Ja, wir plädieren für eine offene Gesellschaft. Wir haben auch vom Chaos Computer Club einen kleinen Preis bekommen. Das haben wir dann irgendwie so, haben uns da so Links geschickt. Das, wie nannte sich das? Balls of Steel Award. Ich muss sagen, zwischendurch haben sich meine Eier ziemlich weich angefühlt, weil ich wirklich mit den Reaktionen nicht gerechnet habe und mir auch dachte, Mann, wie kommen wir aus der Nummer sozusagen in dem Maße oder auf dem Niveau, wo sich die jetzt bewegt, einigermaßen heil wieder raus. Aber ja, danke für den Award. Diskussion, haben die sich noch, hat sich der Diskurs etwas dadurch geändert innerhalb der Künstlerszene? Interessante Frage. Also wir hatten ein kleines Problem damals, weil es gab halt ein paar Leute, die wussten, was wir da gemacht haben in New York. Und die haben, also das war wie gesagt, also die Nummer war da mindestens eine Woche Tagesthema in allen Medien, die es überhaupt nur gibt, in ganz Amerika, in ganzen USA. Und die waren doch relativ verunsichert, also viele Leute, mit denen wir vorher zu tun hatten. Auch wenn die mit der Aktion nichts zu tun hatten, aber die wussten erstens, was wir vorhatten, die wissen, was wir für Arbeit machen oder dachten sich das, dass wir es waren und wir haben die Kommunikation sehr flach gehalten erstmal eine ganze Weile, weil tatsächlich auch viele, also die Leute, die mit uns sehr eng verwandelt waren, die haben alle nichts mit der eigentlichen Aktion zu tun und haben alle Besuch von so Detectives gekriegt da drüben. Relativ schnell raus, also da kriegen die relativ schnell raus, wer mit wem und dass wir da viele Partner haben, mit denen wir ausgestellt haben, wo wir mal gewohnt haben wahrscheinlich oder irgend sowas. Deswegen waren wir mit der Kommunikation sehr, sehr vorsichtig, auch relativ lange, weil erstens die Leute, also die hatten auch gewisse Bedenken mit uns zu kommunizieren, weil natürlich alle dachten, ja, die werden jetzt sowieso alle abgehört und dann sind wir auch noch dran und kriegen irgendwie Ärger. Ich weiß gar nicht, also so richtig... So ein bisschen ist es, also sozusagen auf künstlerischer Ebene ist die Diskussion, glaube ich, ein bisschen abgebrochen. Also ich habe jetzt von ein paar Leuten gab es so polarisierende Meinungen dazu, aber so einen richtigen Diskurs haben wir noch nicht führen können und sind auch immer noch ein bisschen gehemmt, weil wir, wie gesagt, ein offenes Ermittlungsverfahren haben und nicht wissen, wie die ganze Sache ausgeht. Wir würden uns aber natürlich über sozusagen so einen öffentlichen Diskurs sehr, sehr freuen und der kann auch gerne ohne uns stattfinden, weil wir haben sozusagen unser Statement sozusagen gemacht und das ist offen interpretierbar. Das braucht uns jetzt eigentlich nicht mehr als Person, aber der Diskurs sollte doch weitergehen. Das wäre doch schön. Eine letzte Frage noch. Wir haben echt überzogen, aber ich finde, einmal darf man noch überziehen. Ja? Ihr habt bis jetzt noch nicht gesagt, wie ihr es gemacht habt. Verratet ihr das? Nein. Wie schnell seid ihr denn danach anschließend, habt ihr das Land verlassen? 2-3 Tage später. Also wir haben das da ganz am eigenen Leibe miterlebt, die ganzen Polizeieinsätze. Wir waren da direkt da, wir waren da. Sagen wir mal so. Okay. Zwei, drei Stunden, sag ich mal. Aber wie man sieht, es ist möglich. Es ist auch immer noch möglich und es gibt mehrere Wege, das zu machen und die wird es auch immer geben. Also jetzt mal so ganz sozusagen grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass sozusagen ein System so hermetisch gebaut werden kann, dass es keine Möglichkeiten gibt, dort zu
intervenieren. Und solange Leute kreativ denken, wird es Möglichkeiten geben, sozusagen in dem System zu spielen.